So, meine Lieben, ich darf euch herzlich begrüßen wieder zum nächsten Part im Fußballmanager 12 Let's Play. Ja, momentan ist ja richtig ruhig auf meinem Kanal geworden. Viele fragen sich, ja Mensch von Bergen, was ist denn eigentlich los mit dir? Du machst so wenig, ich habe viele PNs bekommen. Was denn da los wäre, ob ich keine Lust hätte, keine Zeit, noch krank wäre? Nein, es ist ganz einfach, ich spiele momentan sehr viel WoW. Und habt ihr jetzt aktuell den Content mehr oder weniger durchgepeitscht. Zusätzlich natürlich immer noch wieder Fußballmanager. Und es ist Weihnachten, man kommt ein bisschen rum. Man macht ein paar wichtige Sachen, Erledigungen, damit man das Jahr auch ordentlich abschließen kann. Aber natürlich bleibe ich dem Fußballmanager 12 treu. Ganz klar, auch fürs neue Jahr darf ich an der Stelle schon mal ankündigen. Habe ich eine ganze Menge vorbereitet. Und werde euch dort wieder natürlich auch in Sachen Minecraft wieder tollen Content auf dem Video, auf dem Videokanal präsentieren. Das gucken wir uns aber alles an. Ich will jetzt nicht so viel verraten, weil sonst, sonst schweife ich einfach ab und immerhin dreht sich ja hier alles um Fußball, um den Fußballmanager 12 Let's Play. Und mit unserem guten KC haben wir ja zuletzt, um jetzt wirklich mal die Kurve zu kriegen, sahen wir ja nicht ganz so gut aus. Ne? Das war ja jetzt nicht so pralle gegen Frankfurt, die Geschichte. Wenn man sich aber die Hinrunde einmal anschaut, war das ganz okay. Wir sind auf Platz 5 mit 31 Punkten. Fürth, Dresden und die guten Frankfurter, die sind natürlich die sind abgezischt mit 10 Punkten Vorsprung. Aber wie gesagt, ich fand die Hinrunde wirklich nicht schlecht. Ich würde ganz gerne jetzt auch dementsprechend mal schauen in der Winterpause, dass wir uns auf ein paar Positionen vielleicht noch ein bisschen verstärken, einen Transfer vielleicht sogar nochmal anleiern. Wir haben 248.000 Euro aktuell, vielleicht kriegen wir noch ein paar Jungs aus der zweiten los. Oder verkaufen den einen oder anderen Spieler, der sich überhaupt, der wenig Entwicklungspotenzial hat. Wird aber schwierig werden, ganz klar. Okay, wie gehen wir jetzt voran gegen Duisburg? Gegen Duisburg haben wir eine Hinrunde gewonnen, 2-0. Problem, was wir heute haben, ist aber, dass wir an der Stelle mit zwei Spitzen spielen würden. Und davon wollte ich eigentlich absehen. Ich finde zwei Spitzen ziemlich übertrieben, auch gegen Duisburg. Viel lieber mit einem flinken Rechtsaußen dort vielleicht ein Terrazino reinnehmen. So, aber jetzt ist natürlich die Problematik. Wenn ich jetzt natürlich den Lavrić rausnehme, machen wir das einfach mal. Rein technisch gesehen würde ich Terrazino nach rechts außen schicken. Ich packe Lavrić mal kurz hier hin. Dann natürlich Cristea in die Mitte. Als offensiver Mittelfeldspieler und Spielmacher natürlich unser guter Jaschwili. Und jetzt natürlich das Problem. Wenn man so spielt, würde ich ganz gerne die Raute natürlich beibehalten. Aber wir haben keinen defensiven Mittelfeldspieler mehr, denn unser guter Haas ist gelb gesperrt. Ärgerlich, ganz klar. Deswegen habe ich überlegt, ich will trotzdem mehr oder weniger ein Mittelfeldübergewicht trotzdem beibehalten und dann vielleicht einen zweiten OM aufstellen. Das wäre an der Stelle aber natürlich nicht so einfach. Da haben wir bloß den Groß und den Piusek. Und entwicklungstechnisch nehme ich mal an, ist der Piusek einfach auch stärketechnisch besser. Und dann würden wir einfach ihn bringen. Machen wir auch. Terrazino muss dann einfach ein bisschen mehr nach hinten arbeiten, wenn er jetzt schon als Rechtsaußen aufgestellt ist. So machen wir das. Gute Jaschwili geht nach rechts. Piusek kommt nach links. Sieht natürlich jetzt schon überladen aus, ne? Das Mittelfeld, ganz klar. Aber ich würde es ganz gerne mal so probieren. Zum einen natürlich Piusek, der vielleicht das Vertrauen dann auch wirklich annimmt und sich sagt, Mensch, jetzt werde ich in die Startelf gestellt, mal schauen, was ich rausholen kann. Und so ergibt sich natürlich auch mehr oder weniger, obwohl man viele Leute im Mittelfeld hat, viele Spieler im Mittelfeld, ergibt sich trotzdem, sag ich mal, viele offensive Möglichkeiten, wenn wir dann dementsprechend Piusek auch so agieren lassen. Okay, schauen wir mal rein, wie die Geschichte hier läuft. Natürlich müssen wir auch über rechts gehen, wir gehen Mitte und rechts. Links den Krebs lasse ich mal so weit weg, wir gucken uns mal die Laufwege an. Alles klar, Piusek anders wie Jaschwili, nicht ganz so offensiv und der muss viel weiter nach hinten arbeiten, so wie der Jaschwili das hier auch macht. Den lassen wir mal ein bisschen Kräfte schonen und gehen nur auf halbem Weg. Terrazino natürlich, der muss hier die ganze Ecke klar machen und geht dann auch rein. Okay, das passt soweit. Cristea, ja, der kann so ein bisschen dahin gehen. Jetzt gucken wir uns mal die Anweisungen an, wie das aussieht. Okay. Ich würde sagen, Positionstreue eng, das passt soweit. Vorstöße, er ist schnell, er ist wirklich schnell, das können wir dann wirklich mal nutzen, die Schnelligkeit, die er hat. Okay, alles klar. So, Ball halten.
Ja, wir machen Ball halten und dann natürlich Dribbling beim Aus. 69 geht auf eine 70, aber reicht nicht gegen Duisburg. Da haben die doch teilweise echt bessere Leute. Okay, liebe Leutchen. Das ist natürlich jetzt keine Konteraufstellung, ne? Ist klar, wenn man so, wenn die Leute so viel Ball halten, warten sie eben, bis die Leute nachrücken, also sprich bis Mitspieler nachrücken, um dann den Ball zuzuspielen. Aber das ermöglicht uns wiederum die Möglichkeit, schön gemütlich zu spielen, ne? Ganz klar. Steil gehen und er kann auch mal ein bisschen warten, bis sich einer anbietet. Oh, eine 81 Schnelligkeit. Komm, Terrazino könnte mal echt einen Sprung langsam schaffen und aus dieser Misere da in seinen Mitte 60 mal rauskommen. Mal einen Sprung machen Richtung Profi, sprich Richtung Bundesligaspieler, ne? So Richtung 70, das wäre schön. Okay, meine Lieben, bleibt nichts anderes übrig zu sagen, wir speichern eben ab und gehen dann einfach ins Spiel und wir gucken uns das mal an, wie das läuft gegen Duisburg, die momentan ja richtig extrem aufholen. Wir gucken mal, wo die momentan sind. Die sind zwar 15. Die sind weit hinten, klar. Aber die Punkte, die sie haben momentan, die haben sie alle zuletzt geholt. Das heißt, Duisburg ist hier so richtig im Aufwind. Guckt euch mal an, die haben alles gewonnen zuletzt. Die haben insgesamt, wenn wir uns gerade mal die Tabelle angucken, die haben 18 Punkte. Dann guck mal bitte die letzten 6 Spiele. Das sind 3, 6, 9, 12. Also mehr als 2 Drittel der letzten Punkte haben sie in den letzten 6 Spielen gemacht. Das heißt, die sind wirklich im Aufwärtstrend. Und da müssen wir aufpassen. Idealerweise stoppen wir das. Ein Unentschieden wäre okay, auswärts gegen Duisburg. Ein Sieg wäre natürlich super geil, ganz klar. Aber ich denke mal, Duisburg will sich langsam wieder nach oben orientieren. Und mit den Spielern, die sie haben hier, einen Schaun, einen Bajic und so, ne? Also die sind natürlich richtig gut hier. Branimir Bajic, Bosnien-Herzegowina, da ist die Erfahrung vorhanden. Schau ist auch schon richtig erfahren, aber natürlich nicht mehr so schnell. Das ist natürlich klasse, okay. Und natürlich Fromlowitz, einer der stärksten überhaupt, ne. Mir hat die Fortuna gestern sehr gut gefallen, gegen Dortmund, muss ich echt sagen. Also Fortuna, richtig stark. Schade, dass wir die jetzt nicht aufmachen können, müssen wir hier reingehen. So, Fortuna, da können wir uns der Levels... Ganz klar, wie sieht denn der Torwart aus? Der wurde doch gestern so gelobt als bester Zweitligatorwart. War das der Ratajczak? War das der? Ich glaube gar nicht mal, oder? Hat der gespielt oder war es der Alma? Ich weiß es gar nicht genau, Leute. Seht ihr mal. Halb so wild, aber Levels ist natürlich richtig gut, ne? 25, aber ist ausgeliehen von Gladbach. Ja. 700.000 wert. Aber wir werden ja auch nochmal zuschlagen, meine Lieben. Rösler ist auch gut. Das wäre auch eine für uns, aber er ist schon so alt, ne? Mulan Goti, Innenverteidiger, aber der ist unflexibel, das ist natürlich ärgerlich. Die haben auch richtig gute Spiele am Start, ne? Langenicke, Seidel, Junglas, klar, kennen wir. Beister, Berg, Lamberts. Hat der nicht verschossen gestern? War das nicht? Oder war das der Langenicke, der verschossen hat? Ich weiß nicht mehr genau. Die haben schon richtig gute Spieler, ne? Die haben schon richtig gute Spieler hier. Die kann man sich echt mal angucken. Javunovic, Kraus, Freuler. Okay, ich habe jetzt hier rumgeeiert bei Fortuna. Zu denen kommen wir auch nochmal. Aber okay, Hinrunde ist geschafft. Wir gehen jetzt in die Rückrunde schon, aber die Winterpause steht noch aus. Die kommt dann erst in den nächsten Tagen. Da sind aber noch 2 Spiele vorher. Gucken wir kurz rein in den Kalender. Das heißt, wir haben jetzt noch einmal einen Textmodus gegen Duisburg und dann machen wir zu Hause natürlich gegen 1860 3D-Modus, meine Lieben. Okay, ich würde sagen, wir hauen rein und sehen uns gleich im Textmodus. Bis gleich. So, meine Lieben, sind wir auch schon. Und zwar stärketechnisch ist natürlich Duisburg eine ganze Ecke fitter wie wir. Ist klar, von der Form auch. Und Saison bisher nun aber nicht. Aber ich bin mal gespannt, wie wir jetzt echt vorankommen mit unserer noch defensivere Taktik. Das heißt defensiv. Wir haben eigentlich Mittelfeldübergewicht. Wir schauen einfach. Pass auf, wir gucken uns einfach an. Ich bin mal zuversichtlich und denke, da können wir was reißen. Wäre gut, wenn es klappen würde. Oh, gleich die erste Chance hier in der ersten Minute oder in der dritten Minute für Duisburg. Heieiei, die wollen es wissen. Die wollen gar nicht lange hier auf uns warten, sondern uns vielleicht gleich hier ans Messer liefern. Wir haben ja einen extrem guten Aufwärtstrend hingelegt, die Duisburger, im Gegensatz zu uns. Wir haben ja zuletzt in den letzten 6-7 Spielen ja nicht so gut ausgesehen. Nicht wirklich viele Punkte holen können. Ich hoffe mal, dass wir wieder so eine kleine Trendwende einleiten können und dann richtig fit ins neue Jahr starten. Wir werden uns auch nochmal versuchen zu verstärken, natürlich, in der Transferperiode, jetzt Winterpause. Vielleicht, wenn wir jetzt schon so die sportlichen Ambitionen haben.
Ne, wenn wir ja schon auf Platz 4 stehen da oben in der Tabelle, da kann man echt mal gucken, ob man nicht vielleicht oben bleiben möchte mit noch einer, ja, mit einem Transfer, der vielleicht teilweise ein bisschen überdimensioniert ist. Wir werden es sehen. Wir gucken uns das alles an, sobald wir ja in die Richtung Winterpause gehen. Also sprich noch nach dem Spiel und den darauffolgenden. Schauen wir mal, wo echt unsere Schwächen liegen. Okay, jetzt Möglichkeit für uns, mal die erste. Sehr schön. Und plötzlich die Chance für den Karlsruhe SC. Christea verlängert einen weiten Einwurf zu Jaschwili, der alleine vor Fromlowitz aus 6 Metern nur knapp flach am Tor vorbeischießt. Und gleich wieder eine Chance für uns. Ganz stark. Jaschwili flankt auf. Ja, flankt einen Tick zu nah ans Tor. Da kommt der Staffel auch nicht mehr ran. Also bisher die Noten natürlich nicht so repräsentativ, aber leistungsbezogen natürlich passt das. So viele Chancen haben wir nicht. Wir kommen jetzt erst in der zweiten Halbzeit zu den ersten Chancen. Ende der zweiten Halbzeit. Okay. Ende der ersten Halbzeit. So, okay. Schauen wir mal rein. Wie können wir hier ein bisschen Jungs motivieren? Krebs natürlich auf der Seite. Piosek, der könnte ein bisschen Gas geben. Sollte er auch, wenn er wirklich regelmäßig Hornschuh... Ach, es ist auch wirklich, ne, man sieht das, ne, der, es ist der Jugendspieler aus der, von BVB, den wir ausgeliehen haben, ne, und der auch wirklich durchweg eine richtig gute Leistung abliefert. Ganz stark hier mit einer 1,5 loben wir mal, dass die anderen sich da vielleicht ein Beispiel dran nehmen. Christea motivieren wir auch, denn sein Selbstvertrauen ist schlecht, vielleicht können wir da noch ein bisschen dran arbeiten bei ihm. Okay. Zweite Halbzeit, ich habe nicht viel gewechselt, habt ihr gesehen? Wollte eigentlich noch nicht, mal schauen wir jetzt mal rein. Chance für Duisburg, scheiße. Ciao. Macht das Ding da. Würde mal sagen, wir holen jetzt mal einen Laftwitsch, machen den mal fit, weil unser guter Christian noch nicht ganz so fit ist, ne? Ihr wisst ja, der war ja lange Zeit verletzt. Und schwächelt natürlich bei der Frische, weil einfach die Fitness noch nicht so gut ist. Meistens dann im Laufe des Spiels. Sobald Laftwitsch fit ist, setzen wir ihn rein. Und gehen mit ihm voran. Fink können wir eigentlich auch nochmal bringen für den Terrazino, der wieder nicht punkten kann heute, auch von den Noten her einfach unterdurchschnittlich. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für uns, schade. Lavrić ist ready for Takeoff, alles klar, kommt rein. Für den etwas müden Christea jetzt. Da müssen wir in der Taktik natürlich das kurz ausgeben. Und zwar Sturmtank ist jetzt Lavrić, alles klar. Drückt die Daumen, meine Lieben, dass wir ein Schrittchen vorankommen. Und wieder 3 Punkte liegen lassen, wäre echt ärgerlich. Oh, verdammte Axt. Terrazino. Ecke für uns. Ah, schade, Milchraum. Terrazino jetzt ein bisschen besser, aber ich würde an der Stelle vielleicht nochmal den Fink bringen, der einfach das Tickchen mehr Erfahrung hat an der Stelle. Wir müssen offensiv einfach verstärken jetzt. Midi lassen wir nochmal warm laufen und bringen ihn vielleicht für Piosek. Kurz vor Schluss und mit 2 Spitzen dann am Ende nochmal dazustehen. Gucken wir mal. Könnte ein bisschen mehr gehen, ne? Könnte ein bisschen mehr gehen, ist eigentlich ärgerlich. Viele Chancen haben wir nicht gehabt, wenn ich mir mal Statistik reinschaue. Auch wesentlich mehr Ballbesitz für Duisburg. Da habe ich mir ein bisschen mehr erhofft heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ist eine stärkere Mannschaft, muss man so sehen. Oh, Taktik, Moment. Wollte in die Aufstellung schnell reingehen und dann bringen wir nochmal kurz vor Schluss Lamidi. Für Piosek. Lavrić geht nach links. Lamidi nach rechts. Jaschwili in die Mitte. Alles klar. So, mehr können wir jetzt auch nicht machen. Das war es denn sonst auch gewesen. Ich sag nochmal, voller Angriff. Die letzten paar Minuten. Dann mindestens einen Punkt mitnehmen. Wäre natürlich klasse. Hier am 18. Spieltag. Den Startschuss für die Rückrunde. Zu Hause konnten wir gewinnen gegen Duisburg mit 2:0. Heute sieht es eher nach einem Punktverlust aus. Okay, es sind noch 4 Minuten knapp. Ich denke mal,